herzlich willkommen zum Deal Talk, dem Wirtschaftsgespräch für Immobilien, rund um Immobilien, Finanzen und Politik. Es ist heute das 8. Wirtschaftsgespräch und wir haben Premiere in Düsseldorf. Ich freue mich jetzt auf Dr. Willi Kainhorst. Schön, dass wir das jetzt heute Abend gemeinsam machen. Ja, wunderbar. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und vielen Dank, Frau Schwarzkopf, dafür, dass ich hier sein darf. Die Probleme der Kommunen sind immer auch Probleme des Landes. Das heißt aber, am Ende zahlt es immer einer, nämlich der Steuerzahler. Das ist so, klar, denn es gibt kein kommunales Geld und kein Landesgeld und kein Bundesgeld. Das ist halt das Geld von uns allen, von all denjenigen, die Steuern in diesem Land zahlen. Wenn Bürger normalerweise mit Geld umgehen, dann sind sie ja vorsichtig, gucken, was habe ich für ein Budget und so weiter. Wenn jetzt Bürger zu Politikern werden, warum werden die eigentlich dann immer leichtsinnig? Tja, weil Politiker eben im Zweifelsfall eine Perspektive von 5 Jahren haben. Und das ist völlig vernünftig für einen Politiker, wenn wir uns das einfach so anschauen, zu sagen, ich muss als nächstes wiedergewählt werden. So sind die Regeln, die wir haben in der Demokratie. Und es ist vernünftig für einen Politiker, nicht auf die Perspektive von 20 Jahren zu denken. Deswegen brauchen wir gute andere Regeln, um auch unsere Politiker zu zwingen, auch die 20 und die 50 Jahre im Auge zu halten. ÖPP-Projekte sind eben langfristig angelegte Projekte, die manchmal im Thema Politik, Sie hatten es gesagt, 5 Jahre, laufen da immer so die Gedankensprünge, manchmal über 2 Perioden, aber eben langfristig angelegt werden und über diesen sogenannten Lebenszyklus, wie das heißt, also die Betrachtung des Gebäudes oder der Gebäude über einen langen Zeitraum, wird eben Geld gespart. Sie versuchen Geld zu generieren, Sie haben mehr Blitzapparate aufgestellt in Wuppertal. Also mit Radarwagen will ich nun den städtischen Haushalt nicht sanieren. Also mit der Machete oder mit der Rasenmähermethode, die zwar bei Kämmerern sehr beliebt ist, will ich es nicht versuchen, sondern letztendlich geht es ja um die entscheidende politische Frage, wenn ich weniger Geld habe und massiv mich einschränken muss, muss ich Prioritäten setzen. Man muss Personal sozialverträglich freisetzen, man muss Jugendzentren schließen, man muss Schwimmbäder schließen, man muss auch kulturelle Einrichtungen schließen, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Und selbst wenn wir uns von Bund und Land Unterstützung erwarten, das wird immer nur zusätzlich kommen. Die eigentlichen Hausaufgaben muss jede Stadt für sich selber leisten. Umgekehrt müssen die Kommunen allerdings auch akzeptieren, dass die Kassen nicht nur bei ihnen leer sind, sondern auch der Bundeshaushalt ist am Ende. Wir haben in diesem Jahr die höchste Verschuldung aller Zeiten im Bundeshaushalt zu beklagen, was natürlich auch mit der Wirtschafts- und Finanzkrise zusammenhängt. Und wir haben einen Landeshaushalt, den wir mit Hängen und Würgen in der Verfassungsmäßigkeit gehalten haben. Können Sie noch mal in ganz einfachen Worten erklären, was Ihre Kommunalfinanzreform, was Ihre Idee dahinter ist? Es soll die Gewerbesteuer abgeschafft werden zugunsten einer anderen Steuer, einer besseren wirtschaftsorientierten kommunalen Steuer. Im konjunkturellen Tief haben wir eine genau antizyklische Bewegung, da kommen die Klagen hoch, weil eben stellen alle fest, die Gewerbesteuer ist ja extrem konjunkturabhängig. Da sagen wir, das haben wir euch schon seit 40 Jahren gesagt. So wie es in der letzten Reform dann gewesen ist, läuft es darauf hinaus, man diskutiert 1,5 Jahre, denn verbessert sich die Konjunktur und für viele, zumindest für diejenigen, die auf der Gewinnerseite stehen, zeigt es sich, ja, wir wollen vielleicht doch nicht auf die Gewerbesteuer verzichten. Ich bin völlig anderer Meinung als Oliver Wittke und Herr Dr. Töne, weil ich ein überzeugter Anhänger der Gewerbesteuer bin. Und zwar jetzt nicht aus steuerpolitischen oder systematischen Gründen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Trotz aller Nachteile gibt es keine gleichwertige Alternative. Heißt ich bin für die Einbeziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer. Also lehne ich strikt ab und überkommen ist nicht die kommunale Selbstverwaltung. Aber kommunale Selbstverwaltung macht sich nicht an einem Hebesatzrecht für eine Uraltsteuer fest, die es im Übrigen in keinem anderen europäischen Land gibt. Ich habe gelernt, die Städte brauchen eine Finanzmasse, mit der sie arbeiten können. Also wo kommt die her? ÖPP ist so ein bisschen das Allerheilmittel, aber das ist es nicht, sondern es ist eine Realisierungsvariante, die sehr klar zu untersuchen ist. Und natürlich kann man diese 80 Millionen, die Sie einsparen müssen, nicht nur über
ich nenne es mal lapidar, 2, 3 ÖPP-Projekte realisieren. Das funktioniert nicht. Aber wo gibt es Themen, wo gibt es Bereiche, wo man sehr wohl Ausgaben sparen, einsparen kann? Und da können aus unserer Sicht eben schon in vielen Bereichen ÖPP-Projekte der sinnvolle Weg sein. Die Schuldenuhr in Nordrhein-Westfalen, Sie haben es eben schon gesagt, ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich die 12 Stellen mal überhaupt so aussprechen konnte. 124.747.720.000 und pro Stunde kommen 752.000 Euro dazu. Geben Sie mal einen Tipp ab, wo die in 4 Jahren steht. Es hängt ein bisschen davon ab, was innerhalb der nächsten 4 Jahre bezüglich der für das Land mindestens ebenso dramatischen versteckten Schulden macht. Die stecken in Pensionsansprüchen. Das sind die eigentlichen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und wie stellen wir uns denen? Denn denen entkommen wir auch nicht, sofern wir nicht griechische Maßnahmen ergreifen und unseren Pensionären eben halt 10% oder mehr Schnitte zumuten. Wofür die Bürger großes Verständnis haben, was sie, glaube ich, sogar erwarten, ist Ehrlichkeit. Dass ihnen die Politik sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir leben in diesem Staat Bundesrepublik über unsere Verhältnisse. Wir müssen Veränderungen vornehmen, die auch jeden Einzelnen betreffen. Das heißt, dass wir unser Verhalten, unser Anspruchsdenken an die öffentliche Hand ändern müssen. Und dass die Politik ehrlich sagt, wo es lang geht. Ich bin eher geneigt, eine eher unpolitische Antwort zu geben, weil ich grundsätzlich glaube, dass extrem viele Potenziale vorhanden sind, weitere Einsparungen zu heben und weitere Einsparungen vorzunehmen, die aber nur mit einer gewissen Kreativität und Innovation erfolgen können. Und dass es wenig Sinn hat, sich totzusparen und zu sagen, immer nur weitersparen, sondern dass man tatsächlich investieren muss und dazu aber sinnvolle Modelle entwickeln muss, die ÖPP sein können, die aber auch andere Dinge sein können. Und da muss man einfach ein bisschen Mut mitbringen und zu sagen, man muss einfach auch mal neue Wege gehen. Ja, das war's. Ich danke allen, die mitgemacht haben, dass diese Veranstaltung Erfolg wurde. Vielen Dank. Schönen Abend.